Warzone ist aktuell wirklich am tiefsten Punkt seit Release, muss man sagen. Es werden immer weniger Spieler, immer mehr Sweater und im Endeffekt wartet wirklich jeder nur noch auf Modern Warfare 2 und Warzone 2. Auch wenn die Meta wirklich sehr gebalanced ist, man viele Waffen spielen kann, ist es doch irgendwie sehr langweilig und ja, jeder wartet auf Modern Warfare 2. Und genau deswegen ist aktuell der perfekte Zeitpunkt, um Waffen zu testen, um Klassen zu testen, für so ein bisschen Abwechslung. Das Ganze haben wir natürlich gemacht und eine Waffe getestet, die wir ewig nicht mehr gesehen haben. Ja, und dafür für diese Waffe haben wir eine Klasse gespielt, die man noch seltener sieht, aber ich weiß wirklich nicht, was da los war. Das Ganze hat einfach funktioniert. Die Rede ist von der Black Ops Cold War Machine Pistole, der LC-10, eine Waffe, die wirklich sehr clean ist, wenig Rückschuss hat, schadensmäßig nie die beste war. Allerdings haben wir das Ganze nicht als klassische MP gespielt, sondern, ja, als Long-Range-Variante. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die LC-10 wirklich auf große Distanz so gut sein kann. Es ist natürlich keine Long-Range-Meter oder sowas, aber es ist einfach eine gute Abwechslung, die tatsächlich deutlich besser ist, als ich dachte. Schreibt doch gerne jetzt schon mal Waffenvorschläge in die Kommentare, die man noch testen könnte, die auch so ein bisschen ausgefallen sind. Würde mich freuen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der Long-Range-Variante der LC-10, dass ich das nochmal sagen darf. Wir sehen uns im Gameplay. Let's go. Hallo, unfair, Jungs. Einfach 2 gegen 1. Das ist jetzt wirklich bodenlos. Einfach LC10. Meter. Ah ja, moin. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Loadout gekommen bin, aber es ist actually ganz okay tatsächlich. Also es ist nicht schlecht. Besser als mancher eher, die sich Call of Duty einfallen lassen hat, teilweise. So, komm mal her, Kollege. Es ist die LC-10. Ist einfach das beste Sturmgewehr. Oh. Groß zurück. Ist das eine Mission? War da nicht noch einer? Ah. Es ist Jens Island, aber komplett. Okay. Der andere war hier irgendwo. Okay, ist eine komplette Bottlerie. Ich kann. Es ist schon wieder bodenlos. Hilfe. AFK. Irgendwie ist es die LC10 gerade. Ich weiß nicht wieso, aber bockt schon. Ach du Scheiße. Darf man Spaß haben in dem Spiel? Das ist ja bodenlos. Hallo? Es ist wirklich bodenlos. Es ist wirklich gerade sehr bodenlos, was das für ein Lobby ist. Aber können wir kurz, abgesehen von der Lobby, können wir kurz über die LC10 reden? Hallo?
Das ist schon gut. Wenn wir jetzt den scheppern. Das ist schon nicht schlecht. Da fährt wieder jemand im Auto rum, alles gut. Kurz Abstand halten. Haben wir den weggeknallt? Nee, die Gasflasche, ich hab's genau. Ja, wird so gescheppert jetzt. Er landet auf ihm, Hilfe. Oh, das ist Abstauber City. Das tut am meisten weh. Oh, das tut sehr weh. Ich weiß nicht, was war, aber LC10. Okay, so, das wär's zum Gameplay zu der Long-Range-Variante der LC10. Ich glaube, man hat sehen können, dass es wirklich gar nicht so schlecht war, muss man sagen. Es war jetzt nicht die allerbeste Lobby, das ist natürlich auch ganz klar. Irgendwas stimmt da nicht so wirklich. Die LC10 ist tatsächlich auch Midrange ganz gut. Als Sniper-Support kann man das Ganze tatsächlich gut spielen. Und die Time-to-Kill auf den Oberkörper, wenn man seine Kugeln trifft, ist wirklich sehr gut. Wenig Rückstoß, gutes Movement. Irgendwas ist da wirklich falsch gelaufen. Klassen-Setup-mäßig wie in der Cold War-Zeit relativ Standard. Agent sieht man uns vorhin ein paar Sonderkommandolauf, Axialvisier, Feldagentengriff und das 55-Schuss-Magazin ist das Sturmgewehr-Klassen-Setup. Aber wie gesagt, die LC10 mit diesem Klassen-Setup ist überraschenderweise gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Allgemein für die aktuelle Zeit ist es natürlich ganz gut, mal Waffen zu testen. Deswegen gebt der LC10 eine Chance. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß damit. Deswegen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Gebt gerne ein Feedback, was man noch testen könnte. Und das wäre es langsam von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Checkt Twitch ab. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Grinden. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace. We'll be right back.